Autobahnen zu bauen, ist in Hessen ein schwieriges Unterfangen. Da geht es nur stückchenweise vorwärts. Seit mehr als 40 Jahren laufen die Planungen. Bisher endet die A49 auf einem Acker. Es geht um den Ausbau der Autobahn 49 zwischen Kassel und Gießen, die bei Stadtallendorf durch hunderte Jahre alte Waldgebiete führen soll. Die Autobahn 49, Thema seit rund 50 Jahren. Das ist nicht nur wichtig, weil ganz viele Unternehmen in Deutschland sagen, wir brauchen natürlich ein funktionierendes Autobahnnetz. Deswegen sind Investitionen ins Autobahnnetz genau das, was wir mit Blick auf Klimaschutz, Wirtschaft und Mobilität brauchen. Es ist das drittlängste Autobahnnetz der Welt nach China und USA. Und wir bemühen uns, dass dieses Autobahnnetz auch das Beste auf der Welt ist. Dafür müssen 85 Hektar Wald im Dannenröder Forst und im Herrenwald gefällt werden. IBIS 1 and IBIS 2 police helicopter just flew over the forest. Also mein Ziel ist es, das so lange wie möglich aufzuhalten und durch meine Anwesenheit zu verhindern, dass Bäume gefällt werden. Dannenröder Waldbesetzung, hallo. Das sind ja wie sehr viele Menschen ohne Kletterer-Erfahrung sind und die Menschen mit Erfahrung. Das, was ich soweit verstanden habe, ist, im Herrenwald sind viele Menschen ohne Kletterer-Erfahrung und es soll die Info gestreut werden, dass diese Menschen gerne Menschen hätten, die ihnen Klettern zeigen, richtig? So, die Menschen, die Klettern lernen wollen, können ihren Gurt haben. Du wolltest auch Klettern lernen, oder? Ja, dann vielleicht nimmst du den Gurt. Okay, ja. Und ihr wollt alle Knoten lernen? You all want to learn what? Yeah. Switching always between German and English. Maybe some people speak in French. I can show you now the Spielenstich. It's not used for a lot of things.
not like this, from up to down. And then around and make a cross. Take it through the cross. And then you just make like this. Check. So. Bremst technisch in beide Richtungen. Das heißt, der Knoten fällt also durch. Ist in diesem Fall dann aber darauf zu achten, dass der zum Abseilen auf der Seite liegt, wo kein, also wo nicht der Schrauber ist. Und jetzt machst du diesen, also quasi den Karabiner durch die erste Schlaufe durchziehen. Ganz offen. Den schiebst du jetzt bis zum Karabiner nach vorne hin. Das Ziel der Besetzung ist, möglichst viel Öffentlichkeit zu schaffen in Bezug auf die Autobahn. Was natürlich auch noch weitere Ziele der Besetzung sind, sind alternative Wohnkonzepte, alternative Lebenskonzepte auszuprobieren, andere Gesellschaftsformen anzustreben und diese auch umzusetzen. Ich bin 1971 geboren in Schwalmstadt, also ich bin hier Eingeborener in Wira. Ich wohne schon immer hier. Ich habe hier mit meiner Frau auch vor ein paar Jahren noch mal ein Haus gekauft. Als Autobahnbefürworter wird man ja direkt als Umweltsau wird man ja hingestellt. Ne? Das sehe ich überhaupt nicht, dass ich das wäre. Ne? Das weiß ich, ich habe das schon mal gesagt, wir sammeln Regenwasser, trennen unseren Müll, ich sammle Sonnenstrom. Ja, ich sehe mich überhaupt nicht als Umweltsau. Ich heiz mein Haus mit Holz aus nachhaltig bewirtschaftetem Wald. Ja. Zurzeit heiz ich es mit dem Holz von den Fichten, die absterben, weil das irgendwie verwertet werden muss. Ne. Für uns ist es halt echt so, wir haben die Verkehrsbelastung, es wurde alles tausendmal diskutiert. Und für uns ist die Autobahn halt eine Mördererleichterung. Also super schön finden wir das jetzt ästhetisch da oben auch nicht. Ja. Aber trotzdem sind wir halt Gewinner, wenn die Autobahn kommt. Das ist eben so. Schweinsberg ist eine mittelalterlich strukturierte Stadt. Sie sehen hier in der Mitte diese spätmittelalterliche Burg und Sie sehen hier größere Häuser, die von der Familie Schenk bewohnt wurden, bewohnt werden. Und das ist das Zentrum des Ortes. Und wenn wir hier gleich oben auf das Plateau gehen, können Sie auch einen schönen Blick schweifen lassen über das Moor und die umgebende Landschaft. Denn Sie sehen dann auch am Horizont schon den angrenzenden Waldbesitz, der hier zur Familie Schenk nach wie vor gehört. Denn die Besitzphilosophie dieses Waldes, wir haben ihn ja irgendwann einmal in, wie sagt der Jurist so gerne, in unvordenklicher Zeit, haben wir den ja vom Landesherrn mal verliehen bekommen. Und wir haben ihn seit über 600 Jahren jetzt in der Bewirtschaftung, mehr oder weniger. Das ist eine Besitzphilosophie, die ja schon für sich sagt, okay, ein Teil des Ziels war immer, diesen Wald im Familienbesitz zu erhalten. Ja, das heißt, eine Nachhaltigkeit an den Tag zu legen. Wir betreiben keinen Raubbau. Wir wollen gucken, dass wir in der nächsten Generation auch noch etwas davon haben. Forstwirtschaft ist etwas, was unheimlich langwierig ist. Und wir sehen mit großem Befremden, dass
Menschen, die gar keine Ahnung haben, die auch nicht aus diesem Milieu kommen, Wald als Investment auffassen. Und ich halte das für einen ganz grundlegenden Fehler. Wald ist kein Investment. Dieses Jahr demonstrierten wir bereits gegen Kohlekraftwerke, Abwrackprämien, Rassismus und auch für den Erhalt des Dannenröder Waldes. Seit Juni dreht sich unser Leben kaum noch um etwas anderes als um den Danni. Denn statt einer umfangreichen Mobilitätswende, von der alle Menschen profitieren, sollen wir eine Autobahn bekommen, die ihr witziger kaum sein könnte. Und wir begrüßen auch Michael Kenner, er ist Bundesgeschäftsführer von den Grünen. Ich bin hierher gekommen. Leute, lasst ihn bitte kurz ausreden, es sollen alle zu Wort kommen. Lasst mich doch. Ich bin da hierher gekommen, weil ich doch sehe, dass wir in diesem Land, in dieser Bundesrepublik, eine völlig falsche Verkehrsplanung haben. Deswegen haben wir als Grüne auf Bundesebene vor 2 Wochen im Bundestag gefordert, dass es ein Moratorium im Baustopp hier gibt für die A49. Und wir haben gefordert, dass insgesamt der Bundesverkehrswegeplan überprüft wird, damit dieser Irrsinn gestoppt wird und es eben keine Neubauprojekte bei Bundesautobahnen oder Bundesverkehrswegeplänen gibt. Aber lass mich da ehrlich sagen, ich bin froh, im Land zu leben, wo eben nicht das, wo auch sich gewählte Politiker an Recht und Gesetz halten müssen. Wir sehen doch, dass wir in einem Monat. Ich glaube. Es ist nicht so schön, wenn man 20 Jahre gegen die A49 kämpft und dann auf einem Plakat mit Bolsonaro verglichen wird, wenn ich das mal freundlich sagen darf. Ich meine, ich gucke hier aus dem Fenster und sehe die grüne Landesgeschäftsstelle und da steht dann drauf, wir kriegen euch alle von A49-Gegnern dahingesprüht und dann zweifelst du schon am Hirn von manchen Leuten. Die haben übrigens zeitgleich ein Carsharing-Auto im Hof beschädigt. Das sind echte Kämpfer für die Verkehrswende. Ich ärgere mich furchtbar darüber, dass ausgerechnet ich und ausgerechnet die Grünen jetzt für manche Leute das Feindbild bin. Die Geschichte, Grüner lässt Wald roden für Autobahnen, die er früher immer bekämpft hat, die ist einfach so viel geiler als Scheuer lässt Autobahnen bauen, für die es Baurecht gibt. Oh, er kommt. Da oben oder so? Ich weiß auch nicht genau. Ja, guten Tag, Herr Al-Wazir, ich bin Marion Thiemann. Wir haben ja eine Diskussion am Laufen, was die rechtlichen Möglichkeiten angeht, was den Spielraum hier in Hessen angeht. Also, ich möchte nur noch einmal sagen, mich überzeugt die Argumentation von Ihnen nicht, dass Sie keinen Handlungsspielraum hätten. Aus unserer Auffassung ist es nach wie vor so, dass Sie Spielraum haben, den Sie aber anscheinend nicht nutzen wollen. Darauf möchte ich noch einmal ganz kurz eingehen. Bitte keine Berufung. 2014, als wir den Koalitionsvertrag verhandelt haben, gab es noch das laufende Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. Wir haben uns damals darauf verständigt, dass das abgewartet wird und dass eine Bedingung von uns gestellt wird, nämlich die sogenannte Durchfinanzierung. Die Grünen haben teilweise natürlich darauf gehofft, dass der Bund diese Durchfinanzierung nicht sicherstellt, weil er das normalerweise nicht macht, mehr als einen Abschnitt. Der Bund hat allerdings durch das ÖPP-Projekt die Durchfinanzierung sichergestellt und das ist der Grund, warum auch diese Bedingung erfüllt war. Und danach gab es 2018, als wir das erneut verhandelt haben, bestandskräftiges Baurecht. Und das haben wir festgehalten im Koalitionsvertrag. Ich bin leider heute ein bisschen eng. Ja, wie Frau Kur schon gesagt hat. Wie verstehen Sie mit Ihrem Fachkollegen Al-Wazir in Hessen? Gut und sachlich. Mehr nicht? Ja, ich
weiß, dass wir eine gute Zusammenarbeit unter den Verkehrsministern in Deutschland haben. Jeder hat seine Anliegen, jeder hat auch sein Parteibuch. Aber er stellt ja auch klar, dass wenn Baurecht ist, auch gebaut wird. Und die Zusammenarbeit ist gut. Was sind das für Leute, die im Dannenröder Forst dagegen protestieren? Über die Leute mache ich mir keine Gedanken. Achtung. Ich glaube, ich habe hier kein Netz. Und ja. Ich bin Pressesprecherin von der Gruppe Aktion Schlagloch und arbeite hier mit im Presseteam der Waldbesetzung, damit Menschen ihren Protest zeigen können. Das hier alles ist jetzt die Schneise der Zerstörung. Also wenn du hier hochguckst, steht links noch Grandpa. Und alles andere ist platt gemacht bis nach hinten zur Baustelle. Das sieht echt ganz schön krass aus. I am Grandma. You are killing me and my children. Mord. Also ich finde es halt so krass, Grandmas irgendwie, also Menschen schätzen über 300 Jahre alt. Das ist halt älter als die Pläne für diese Autobahn, das ist älter als das erste Auto und sie wurde einfach so abgesägt. Ja gut, jetzt das ganze Wurzelwerk ist raus, ne? Siehst du jetzt schon richtig, wie die Schneise kommt. Aber wie gespannt, das täuscht, wie tief das ist davon. Ja gut, wie wollten sie das denn genau machen? Wollten sie jetzt da auch tiefer legen, oder? Die ganze Schneise kommt doch tiefer. Das sind schon Mordsschaufeln. Ne? Moderne Technik. Guck dir das mal an. Ne? Das hast du halt natürlich auch schon krass. Für uns wird die Autobahn ein Segen sein. Das ist so. Das Komische ist, dass die meisten Menschen da aus der großen Stadt kommen, die schon längst an dieser Infrastruktur partizipieren. Ja, sie haben ihre S-Bahn, sie haben ihre Züge, sie haben ihre Autobahn vor der Tür. Die brauchen teilweise auch keine Autos zu haben, weil sie nebenan den Penny, Rewe, was auch immer haben. Das funktioniert. So. Aber hier für uns im Dorf, das ist ja Quatsch. Wofür brauchen die das denn? Ihr kriegt zweimal am Tag, fährt bei euch ein Bus und dann seid ihr fertig. Also ich bin ja ein Dorfkind und ich bin gerne auf dem Dorf. So. Ja, und ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, dass so nach dem Motto, ihr Dorftrottel, seht mal so, wie ihr fertig werdet. Ne? Uns wird das nicht gegönnt. Ja, das ist eigentlich ein guter Satz. Den würde ich kaufen, den Satz. Ich persönlich glaube, dass mindestens 80% sind dafür. Klar hat man immer hier den einen oder anderen, der vielleicht noch ein bisschen querdenkt oder wie auch immer. Aber die meiste Bevölkerung ist einfach dafür. Und ich verspreche mir viel mehr Lebensqualität, weil klar, dann lass die 20.000, wie viel immer 1.000 Fahrzeuge, lass die mal hier oben vorbeifahren. Aber Tatsache ist, heute fahren diese Fahrzeuge 10 Meter vor seiner Haustür durch und 20 Meter vor meinem Wohnzimmerfenster fahren die durch. Und dann habe ich die hier oben, habe ich die einfach viel lieber. Oh Mann. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier hochgeklettert bin und hier hoch bin, war das alles so, jetzt muss ich mich aber irgendwie auch noch hier sichern, so, als ich meinen Gott anhatte. So, und war dann irgendwie nur mit Gott dann von hier nach da gelaufen. Und jetzt so halt, ja,
Ja, nö. Das ging schon klar. Aber trotzdem war das so ein bisschen, Ja, wenn die Mensch mal stolpert, dann fliegt man halt ziemlich weit runter. Aber wir stolpern nicht. Ja! Hallo! Hallo! Ich wollte mich zum Duschen anmelden. Ja, es ist noch, es ist noch möglich zu duschen. Ich weiß jetzt momentan nicht genau, welches Zimmer frei ist, aber du kannst ja oben. Okay, danke. Zimmer 8. Also zwei Treppen nach oben. Ja. Zimmer 8. Entweder es duscht noch jemand und dann kannst du in der Küche da warten. Okay. Oder es ist gleich frei. Wollt ihr noch duschen? Ja, dann kommt rein. Simone, bitte schon mal, ne? Thank you. Okay. And don't touch volunteers. Das finde ich übrigens super. Jeder hat sofort seine Schuhe ausgezogen. Das finde ich echt klasse, weil ich habe manchmal Arbeiter oder Monteure hier zum Übernachten, denen fällt das nicht freiwillig ein, dass sie vielleicht auf Baustellen gearbeitet haben, wo sie sehr viel Schmutz an den Schuhen haben. Die Autobahn, das ist ja schon seit über 40 Jahren ein Gesprächsthema oder im Gespräch. Und wir haben damals uns eigentlich auch schon dagegen gewandt. Ich war, glaube, das war 2005. Ich war Ortsvorsteherin hier und wir hatten hier im Ort, im Dorfgemeinschaftshaus, etliche Veranstaltungen gegen die Autobahn. Ich weiß, das wurde irgendwie zum Teil abgetan. Ach, es ist kein Geld da, die wird nie gebaut. Der Wald ist Privatwald, da hilft wahrscheinlich die Klage. Meine Miteigentümer und ich, wir haben gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt. Die meisten haben nicht dagegen geklagt und wir haben gesehen, dass auch eine andere Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss verhandelt wurde, dass diese nicht erfolgversprechend war und dass es natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen ist, einen solchen Planfeststellungsbeschluss überhaupt zu hemmen. Es ist natürlich nicht schön, wenn wir nach Hunderten von Jahren sehen, dass ein zusammenhängendes Waldareal auf einmal in zwei Teile gespalten wird. Das ist ein unschöner Vorgang und der hat auch seine Nachteile mit sich, aber es ist zunächst einmal nur ein, ich sag mal, wenige Meter breiter Rodungsstreifen. Wir nutzen alle Autobahnen, wir nutzen alle funktionierende Straßen und das St. Florians-Prinzip, bloß nicht bei mir, aber ich möchte gerne, das können wir auf Dauer nicht aufrechterhalten. Zu einer Diskussion über aktuelle Verkehrsprobleme des mittelhessischen Raumes kam Bundesverkehrsminister Georg Lieber nach Marbach im Kreis Marburg. Das Programm sieht vor, dass zunächst 1000 Kilometer Autobahn neu gebaut werden sollen. Gleichzeitig muss auch die Entscheidung über den autobahnähnlichen Ausbau der Bundesstraße 3 von Marburg nach Kassel fallen. Die Autobahn 49, Thema seit rund 50 Jahren. Erster Spatenstich Ende der 60er Jahre. Mitte der 1970er, der erste Bauabschnitt zwischen Gudensberg und Fritzlar, wird dem Verkehr übergeben. Nachdem 1980 der Abschnitt bis Borken fertiggestellt ist, stockt es jedoch. Die A49, das ist ein Wurmfortsatz südlich von Kassel-Dellen, einem Acker endet. Geplant, schon seit langem und immer noch, weil die Landesregierung die alte es nicht genehmigt hatte, war das Stück Borken-Schwalmstadt. Und das stockte und nun plötzlich haben wir entdeckt durch Zufall, dass es eventuell weitergehen kann. Schon in wenigen Wochen soll der erste Spatenstich erfolgen und bis Schwalmstadt 3 weitergebaut werden. Wirtschaftsminister Schmidt ordnete für zwei Bauabschnitte den Sofortvollzug an. Das ist meine Aufgabe. Ich muss viele Dinge in Bewegung bringen. Und da muss man manchmal auch ein kleines bisschen über das Ziel hinausschießen. Kann es durch die Schwalm das Warmburger Land, den Vogelsbergkreis zur A5, überhaupt eine umweltverträgliche Streckenführung geben? Drei Varianten werden untersucht. Es gibt
eine Lösung im Bereich der A49. Der Lückenschluss ist machbar und wir werden ihn durchsetzen. Die Frage ist nur, wann es kommt, dass es kommt. Ich würde mir sagen, das ist sicher. Das war doch gut. Also wir wollten ja diesen Kunstweg ins Leben rufen. Es sollte so sein, dass man das dann per Wanderweg an der Autobahn erwandern kann und diese einzelnen Kunstwerke, die sozusagen die Autobahn kritisch begleiten. Und wie soll der alte Mann hier hochkommen? Das ist hervorgegangen aus Schwalm ohne Autobahn, der Bürgerinitiative. Die richtige Hochzeit, die war eigentlich so 81 bis 90, wo wir viel auf die Beine gestellt haben. Und da war eigentlich ein recht großer Zuwachs zu uns. Unter anderem haben wir also zig Aktionen gemacht. Wir haben eine Lärm-CD erstellt. In Frankenhain haben wir mit Autos die Trasse abgesteckt und haben sozusagen schon mal einen Stau vorbereitet. Also ich könnte das gar nicht alles aufzählen, was wir gemacht haben an Aktionen. Mahnfeuer in Schlierbach hat nichts genützt. Ne? Nichts genützt muss ja nicht unbedingt stimmen. Ja. Ich meine, immerhin haben wir die Autobahn jetzt aus verschiedenen Gründen über 40 Jahre hinausgezögert. Also ich glaube nicht, dass es noch eine Autobahn gibt in Deutschland, die Jahrzehnte gebraucht hat, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Oder einen Kaffee trinken. Der Chip hat gerade darauf hingewiesen, dass die heute ganz andere Techniken besitzen hier. Damals gab es ja keine Computer. Ne? Letraset, ja, dann geklebt. Alles mit Schreibmaschine geschrieben, in Streifen und aufgeklebt. Und dann wurde das gedruckt hier. So sah das dann aus, die Bögen. Hier habe ich übrigens gerade unser erstes Graffiti gefunden hier. Die Bürgerinitiative gibt es eigentlich über 40 Jahre. Als ich hierher kam in die Schwalm 1976, da sind wir ziemlich bald dabei gewesen, also 1979 ungefähr. Das waren die ersten Aufkleber, die wir da gemacht haben. Also warum das jetzt nicht gefruchtet hat, liegt vielleicht daran, dass wir auch unsere Ziele einfach zu hoch gesteckt haben. Vielleicht waren auch unsere Aktionen zu intellektuell oder ich weiß auch nicht. Wir haben uns oft eigentlich in den Jahrzehnten allein gefühlt. Dass es jüngere Leute machen, das ist irgendwas, was ich auf jeden Fall sagenhaft finde. Ja. Und ich finde das toll. Und das ist eigentlich mindestens die dritte Generation an Autobahngegnern, die jetzt eben sich kundtut. Und das finde ich wirklich hoffnungsvoll und super. Also das Aktionsmittel, was wir hauptsächlich benutzen, ist halt, dass sich Menschen in den Weg stellen, in den Weg setzen und einfach mit ihrem Körper, mit ihrer Anwesenheit in der Situation Räumungs- und Rodungsarbeiten verhindern oder blockieren oder verzögern. Wir brauchen eure Erlaubnis. Wer soll die Regierung erholen? Wer soll die Regierung erholen?
Die Besetzung ist immer ein Mittel, das Öffentlichkeit schafft. Eine Besetzung hat den Vorteil, dass sie sehr medienwirksam arbeiten kann. Also Baumhäuser sind einfach ein schönes Bild. Und vor dieser Besetzung hat es die Bürgerinitiative nicht geschafft, das Thema der A49 bundesweit in die Nachrichten zu bringen oder als Thema aufzumachen. Das sind Wasserwerke, Mensch. Ich bin hier gerade. Danke. I want to go up there. Wir tun halt alles, damit es möglich ist, dass diese Wald bleiben kann. Und halt mit krassen Aktionen wie dieser bekommt man hoffentlich schon ganz gute Aufmerksamkeit. Und fühlst du dich ready? Ja. Gibt es auch Handschuhe irgendwie? Ja. Ich denke, die müssten dir passen. In Urlaub will ich nicht, deshalb ist es auch für mich gerade nur go, in die Traverse zu gehen. Ich filme nur, ich habe ein Handy und muss dann den Twitter-Account und dann. Wenn wir das dann live, ist auch alles. Es ist schwieriger für dich zu klettern, ne? Ich glaube, es ist okay. Aber es ist schon irgendwie auch so eine symbolische Sache. Statt der Autobahnbrücke halt eben eine Brücke, die die beiden Wälder sozusagen verbindet. Und dann sind noch 10 Minuten zu gut. 3, 2, 1. I wonder what the cops think now. Wow! Macht schon Spaß, sowas zu planen, auch wenn es super anstrengend ist, über Wochen, Tage und Nächte. Man geht halt in Aktion und weiß halt nicht so genau, was passieren kann. Heute wird hier darauf aufmerksam gemacht, dass hier, wo eigentlich bald eine sinnlose, dreckige Autobahnbrücke hingebaut wird, dass wir stattdessen Wälder verbinden, dass wir die Ökosysteme, die hier zerstört und zerschnitten werden, wieder verbinden und schützen wollen. Also, wir bauen hier eine Autobahn in der Region, wo es eine Autobahn gibt. Und wir brauchen diese Autobahn nicht. Und diese ganze Bandbreite an Protest gehört zu einer lebendigen Bewegung dazu. Wir müssen also davon ausgehen, dass der Widerstand gegen die Baumaßnahmen sehr hoch sein wird, dass es Menschen gibt, die sich auch mit Leib und Leben dafür einsetzen, dass dieser Wald nicht gefällt wird. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von 2 Wochen, dass sich Aktivisten von Autobahnbrücken seilen. Eine Blockade gegen die Rodung im Herrenwald und Dannenröder Forst. Heute nehmen wir die Verkehrswende selber in die Hand. Hier fährt kein Auto mehr lang. Solange wir hier sind, wird kein Baum fallen. Aus Sicherheitsgründen sperrt die Polizei die Straße in beide Richtungen. Aber das ist doch Nötigung, was sie machen. Kann man da nichts machen? Ich glaube, dass die Aktivisten sich damit keine Freunde machen, weil sie eben auch die Grenzen des Rechtsstaats überschreiten, andere Leute in der Ausübung ihres normalen Berufes hindern. Und da fängt es halt für mich an zu sagen, gut, dann sind Gesetze halt da, um sie zu brechen. Weil anscheinend ist das halt so, wie es funktioniert. Leute brechen Gesetze, um diese Autobahn zu bauen. Und andere Leute brechen halt Gesetze, um diese Autobahn zu verhindern. Da sehe ich jetzt nicht, was... Ich kann nicht verstehen, warum das eine skandalisiert wird und das andere nicht. Und dann passiert etwas ganz Schlimmes. Nahezu ungebremst kracht dieser PKW in das Stauende auf der A3 bei Idstein. Der Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt. Das ist ja Guerilla, was die da machen. Ja, das wird ja mal gesagt, wir machen zivilen Ungehorsam. Nee, macht er nicht, der begeht Straftaten. Es geht ja um das System abzuschaffen, darum geht es ja. In dem System, die sich die Aktivisten wünschen, werden die alle runter vom Baum.
alle, schon vor Wochen, wären die runter gewesen. Nachteile gibt es für uns nur Vorteile, ja? Nichts anderes. Ja. Ja. Wer sagt, die Nachteile, die haben keine Ahnung, die kommen von Osnabrück und sonst woher und demonstrieren hier. Die sollten wir jagen, dass sie Schuh verlieren. Mhm. Ja, 6 Wochen müssten sie mir mal das Kommando geben. Da wäre Dannröder Forst abgeholzt und wäre alles erledigt. Würde keiner mehr streiken oder demonstrieren. Aber mich lässt ja keiner. Bis dann. Das tschüss. Das kostet nur unser Geld. Tschüss. Wie heißt denn der? Schuhe putzen. Auf jeden Fall auch um die 200. Das hier waren die ersten Baumhäuser. 3 oder 4 Stück standen am Anfang hier. Und alle waren eigentlich völlig überrascht davon. Das hat niemand gemerkt, also auch vom Forstpersonal nicht, was hier nachts für Aktivitäten stattgefunden haben. War ja schon die Frage, wie können die so das ganze Material hier hochschaffen? Ja, ne? Ja. Und so riesen Häuser da im Prinzip bauen. Das sind ja hier allein schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mindestens, ne? Vielleicht habe ich sogar 7. Natürlich bedeutet Infrastruktur immer Eingriff. Natürlich bedeutet eine Autobahn, ein Neubau auch eine Emotionalisierung, widerstrebende Interessen. Aber zum Schluss, wenn Parlament und alle Gerichte entschieden haben, dann gibt es ein Ergebnis. Und dann gibt es unverrückbares Baurecht. Der Wald ist wahrscheinlich 1000 Jahre oder älter. Also hier steht immer schon Wald. Dieser Wald war natürlich immer schon Wirtschaftswald. Da ist Geld damit verdient worden. Ne? Aber eben anders wie andere waren es voraussehende Forstamtsleiter, die schon vor 100 Jahren hier keine Kahlschläge und sowas gemacht haben, sondern versucht haben, mit der Natur zu arbeiten. Also ist das schon ein großer Verlust hier, wenn in so ein System hier eingegriffen wird, auf so eine brutale Art. Es geht darum, dass wir eine gute Infrastruktur in Deutschland brauchen. Und warum machen wir die A49? Weil die A5 und die A7 entlastet wird. Und auch topografisch nicht ganz einfach ist. Und deswegen wollen wir dann natürlich auch Effizienzen haben, gerade was den Lkw-Verkehr betrifft. Was soll auch eine Autobahn den Bürger bringen, die für den Transitverkehr gedacht ist? Das ist der Hauptgrund, warum die gebaut wird. Natürlich sind da Gründe der CO2-Einsparung und so weiter, was vielleicht da sein wird. Aber was dem Bürger hier versprochen wird, Industriegebiet und höherer Wohlstand meinetwegen und das Gegenteil wird der Fall sein. Die Kaufkraft wird abfließen nach Kassel oder nach Gießen, wenn die Städte schnell erreichbar sind von den Dörfern aus. Und die Innenstädte von hier, die werden noch mehr darunter leiden und die Geschäftssterben wird weitergehen. Ist das schon der Livestream? Ja, das ist not auf Sunbild. Oh, das ist schneller als wir. Nein, Momo, schon 27 Menschen. Ich finde es immer noch dreist, dass sie mehr Twitter-Follower als wir haben. Sie? Boah, also das wollen wir niemals ein. Mittelhessen, die haben 17.000 FollowerInnen auf Twitter. Wo sind wir bei Twitter? 7.000? 7.000, ja. Ja, haben wir noch 10.000 vor uns. Ja. Kein Problem. Mal gucken, wie viel wir haben. Oh, das Bild hat sich verändert. Oh. Sehr geehrte Damen und Herren, es sind mittlerweile 58 Zuschauer, wahrscheinlich die Hälfte aus dem Wald. Und wir werden Ihnen jetzt, wie schon angekündigt, einen Rückblick und auch einen Ausblick über die Einsatzlage geben.
Sicherheit vor Geschwindigkeit. Sie kennen unser Motto und ich wiederhole es an dieser Stelle sehr gerne. Seit Anfang Oktober erfüllen wir unsere Aufgaben im Wald nach diesem Motto und unterstützen das auch noch durch ein sehr aktives Kommunikationskonzept. Wollen wir ins Zelt umziehen? Uns sind bei diesen Aufgaben, die wir durchgeführt haben, verschiedene Protestformen begegnet. Es gab gewalttätige Angriffe auf Polizeibeamte, hinterhältig zum Teil. Das ist etwas, was vollkommen inakzeptabel ist und was wir aber eigentlich geht das Internet hier drin. Nach diesem kurzen Rückblick möchte ich an dieser Stelle mit Ihnen einen kleinen Ausblick in das wagen, was uns in den nächsten Tagen und Wochen so erwarten wird. Sie müssen sich vorstellen, dass aktuell sämtliche Zufahrts- und Rettungswege in diesem Teilbereich des Dannenröder Forstes verbarrikadiert sind. Wir reden hier von rund 400 Barrikaden. Barrikaden, die sich nicht einfach nur wegtragen oder wegschieben lassen, sondern von denen etliche so massiv ausgestaltet sind, dass man sie auch nur sehr schwerlich entfernen kann. Wir reden von meterhohen Barrikaden, wir reden von Barrikaden, die mit Holz, mit Drähten, mit Zäunen ineinander verbogen sind. Darüber hinaus reden wir im Trassenbereich von etwa 100 Behausungen, die errichtet wurden. Das sind zum einen Zelte, das sind aber auch Plattformen auf Bäumen, die errichtet wurden. Und das sind ganze Häuser, die dort entstanden sind, mit Solarpanelen auf dem Dach drauf. Wir rechnen auch damit, dass sich gewaltbereite Personen hier im Wald aufhalten werden. Wir werden keine Straftaten dulden. Wir werden konsequent dagegen vorgehen. Distanzieren Sie sich von denjenigen, die hier Gewalttaten verüben möchten. Jeder hat die Möglichkeit, freiwillig den Waldbereich zu verlassen. Jeder hat die Möglichkeit, unseren Aufforderungen nachzukommen. Wisst ihr, ob die irgendwas geschrieben haben? Durchzug wird gerade umstellt, SEK ist auch schon da, vor 10 Minuten. Oh shit. Menschen, ihr habt schon mitbekommen, dass bei Durchzug gerade Polizei ist, ne? Und SEK. Ich glaube, ich komme mit, einfach um dort zu sein und zu supporten. Aber wenn Cops meine Nähe sind, renne ich die weg. Ich habe keinen Bock, mitgenommen zu werden heute. Andere Sachen vor. Okay, Menschen, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr eure Finger alle prepared? Naja, es geht ja darum, wenn die Polizei uns mitnimmt, ist halt, versuchen die halt immer unsere Identität zu klären und wollen auch unsere Fingerabdrücke nehmen. Und deshalb versuchen wir halt das zu vermeiden, indem wir halt irgendwie Sekundenkleber und Glitzer auf unsere Finger kleben. Heute Abend gibt's wieder Glitzer im Essen. Also, dass hier heute im Dannenröder Wald angefangen wird, das ist für mich und ich glaube auch für viele der anderen sehr emotional. Jetzt wird hier an dem Ort angefangen zu räumen, an dem Menschen seit einem Jahr zusammenleben und seit einem Jahr versuchen, eine Gesellschaft aufzubauen, die abseits von Leistungszwang, von Konsumzwang funktioniert, von diesem System, was erst ja dazu führt, dass wir in der Klimakrise leben. Ist das die Weise, wie die Menschen leben sollen? Im Wald, auf dem Baum und mit dem, ich war gerade bei eurem Klo, da zwischen die Bäume. Glaubst du, dass die Deutschen, die Leute, so leben wollen?
Ich sage das nochmal, also für uns Aktivistinnen, die sich hier versammeln. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie wollen wir leben, und die Menschen, die hier sind, haben sich aktiv dafür entschieden, hier im Wald zu leben. Das ist natürlich kein Lebensmodell für alle Menschen, aber wir machen das hier auch für die Anwohnenden, die eben sagen, eine... Die möchten das aber nicht. Es gibt... Es ist paternalistisch zu sagen, wir machen das für euch, die möchten das nicht. Nehmt es doch zur Kenntnis. Ich sage das nochmal, wir arbeiten ja auch mit BürgerInnen, mit Anwohnenden hier vor Ort zusammen, die die Autobahn nicht möchten. Und wir sagen natürlich auch gleichzeitig, so ein Infrastrukturprojekt können wir in Zeiten der Klimakrise einfach nicht hinnehmen, weil es die Zukunft von allen Menschen gefährdet. Aber es geht jetzt hier um die Räumung. Also heute Morgen, die Polizei hat getwittert, hier fliegen Steine. Ist das okay? Ist es okay, Steine zu schmeißen nach der Polizei? Klare Frage. Wir sind hier eine Protestplattform, bei der Menschen sehr verschiedene Arten und Weisen benutzen, ihre Meinung Ausdruck zu verleihen. Ich denke, im Großen und Ganzen sind die Menschen dagegen, Gewalt, also Menschenleben zu gefährden. Und unsere Protestformen setzen sich dafür ein, den Wald zu schützen. Und du persönlich, du stehst als Sprecherin hier, ist es für dich okay, Steine zu schmeißen dann? Ich weiß es nicht, ob sie, die müssten es ja schaffen, bis hier zum 28. Februar auszuharren und das auszuhalten, dass dann einfach erstmal der Rodungsstopp wäre, weil danach darf man ja nicht mehr roden. Das sind 3 Monate noch. Das ist der Dezember, der Januar, der Februar. Das heißt noch ganz schön durchhalten. Also es sieht aber echt bedrohlich aus, wenn die da so schwarz als Kolonne da marschieren. Tag im Wald und jetzt haben sie keine Kraft, nur noch 100 Meter zu laufen. Das ist ein bisschen unglaubwürdig. Stopp. Ihr seid unglaubwürdig. Ich rede mit Ihnen. Warum? Ja, aber Pressefreiheit hört auch irgendwo auf. Beim nicht gesprochenen Wort geht es die Presse erstmal nichts an. Dann können Sie sich an die Pöhrerstelle wenden und dann kriegen Sie Informationen über die Maßnahmen. Sie sind extrem aggressiv. Ich bin nicht extrem aggressiv. Nein, ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich schon sehr lange arbeite. Tut mir unwahrscheinlich leid, wenn es so rüberkommt. Ich schränke keine Pressefreiheit ein. Ich will einfach nur ein Theater, das mir abzieht. Ihr habt doch einfach nichts zu tun. Wir haben aber zu arbeiten. Wir haben Arbeit. Ja. Wir haben Zeit, Arbeit. Ja. Nee, gar nicht. Immer noch. Ja. Besser als mit Uniform zu tragen und andere Menschen zu messen, zu besiegen. Du kannst doch laufen. Du hast jederzeit die Möglichkeit zu laufen. Das ist einfach nur ein Schauspiel und Heuchlerei, was du hier machst. Nicht mehr und nicht weniger. Ah!
Bock drauf hast. Also ich glaube, hier ist eine starke Strategie auch irgendwie zu terrorisieren, zu demoralisieren, Angst zu schüren, aber gleichzeitig auch, dass einzelne der Cops auch einfach, wie das ja häufig in den Sprüchen bezeichnet wird, ihr seid eine gut bezahlte Hooligans, also eben einfach Lust auf sinnlose Zerstörung haben und ja gerne auf Sachen einhauen. Aber ich bin so verunsichert von der Polizei, wie sie hier vorgeht, dass ich Angst habe, dass hier wer stirbt. Und ich würde gerne sagen, dass ich mich so sicher fühle, ich kann das hier machen, ohne dass ich mein Leben gefährde. Das kann ich aber leider nicht. Im wahren Polizistenleben bin ich Leiter des Hauptsachgebiets für Islamismus im LKA. Ich würde mich jetzt selber nicht als Hundertschaftsführer bezeichnen, weil damit auch bestimmte Kompetenzen verbunden sind. Aber natürlich führe ich drei Einsatzeinheiten, habe dafür eine Führungsgruppe, die genau diese Erfahrungen hat. Ich meine, bei die 1500 Polizeibeamten im Raum, da braucht es ein bisschen Koordinierung auch. Und ich mache dann das Bindeglied auch in die übergeordneten polizeilichen Strukturen, sodass das miteinander harmoniert. Ihr fangt jetzt hier an? Wir fangen jetzt hier an mit dem Baumhaus da oben. Okay. Bis jetzt eine Person drinne, vielleicht noch mehr, wissen wir nicht. Okay, ja, die Traversen nochmal zu wechseln. Ich sehe jetzt, da unten ist noch einer, aber da müsst ihr wieder runterklettern, richtig? Ja.
Den Eimer habt ihr wahrscheinlich gut im Blick. Beziehungsweise können wir vielleicht unten mal rumschwingen, die dann vielleicht auch schon kappen. Ansonsten die anderen Kollegen nehmen jetzt hier die beiden Baumhäuser sich davor oder die Plateaus. Ja, sehr gut. Dann bricht nur der Mainz ein. Einen Monat hat er gebaut. An dem Baumhaus? Ja. Und wo hat er das Material her? Hat er da was gesagt? Das hat er nicht gesagt. Hat er nicht verraten? Das ist nur schade um die Welt. Oder wer es bezahlt hat? Es kommt drauf an, wie man es taktisch angeht. Wenn wir von einer Seite nur kommen, wird es schon noch 2-3 Tage dauern, je nachdem, an welchen Tagen wir roden können. Wenn wir von beiden Seiten kommen, ist das auch in 1,5 Tagen erledigt. Ich glaube auch, die Aktivisten oder die Störer haben in vielen Teilen auch gemerkt, dass die Polizei und der Auftrag hier umgesetzt wird und dass da auch eine hohe Strukturierung dran ist, mit der wir hier vorgehen, und dass vielleicht auch das Unterfangen ein Stück weit erfolglos bleiben wird. In meiner persönlichen Wahrnehmung ist es gerade der größte Polizeieinsatz, der in Deutschland läuft. Und natürlich ist das auch eine gute und positive Erfahrung für unsere jungen Kollegen, hier mitzumachen. Wir haben heute noch Kollegen, die erzählen von der Startbahn West. Und ich habe keine Glaskugel, aber vielleicht in 20 Jahren erzählt der ein oder andere. Und dann Röder Forst, da war ich auch dabei. Ja. Na, hier. Also die haben so Moniereisen genommen, gebohrt, und dann haben sie den abgeschnitten, damit man die möglichst nicht rausziehen kann. Und das sehen Sie hier bei ganz vielen Bäumen. Wenn es um Baumfällung geht, ist das eine, in Anführungszeichen, beliebte Methode, um Fällungen zu verteuern, gefährlich zu machen oder vermeintlich zu verhindern. Es ist für diejenigen, die mit einer Kettensäge hantieren und das hier vielleicht von Hand Motor manuell vornehmen würden, auch eine enorme Gefahr. Oh, hier sind Nägel reingehauen worden. Das könnte schon so ein 10.000-Euro-Stamm gewesen sein. Sie haben Tätlichkeiten abbekommen, also sind angegriffen worden. Angegriffen nicht, aber es ist ein Brandsatz bei mir gelegt worden. Und das hat also im November eine riesen Aktion nach sich gezogen, weil es ein vollkommen neues Lagebild produziert hat. Kurz danach ist der Bagger abgebrannt im Steinbruch. Kurz danach hat es bei der Strabag gebrannt. Das war eine Kette von Brandsätzen.
Ich war der Erste, der nicht gezündet hat. Ich habe nochmal nach einem Hermes-Paket gesucht in der Garage. Bin deswegen nochmal runtergelaufen und dann habe ich das Ding entdeckt. Reine Glückssache. Mich zu bedrohen, ist ein überhaupt nicht sinnstiftender Inhalt. Ich kann weder eine Autobahn verhindern, noch bin ich derjenige, der aufgrund meiner Eigentümerstellung diese begünstigt. Wenn ich eine Autobahn verhindern möchte, kann ich dagegen klagen, wenn ich den Klageprozess verliere. Und ich verkaufe meinen Grund und Boden trotzdem nicht, dann werde ich enteignet. Aber die Autobahn wird gebaut. Es war schwer zu sehen, was gerade noch da steht oder was nicht. Ich glaube aber, die meisten Baumhäuser sind weg. Ich habe lange da auf dem Baumhaus gelebt, aber ich habe mich entschieden, erstmal nicht mehr bei der Räumung zu sein, weil ich nicht mehr emotional hinbekommen habe. Ich war einfach irgendwann so depressiv vor ein paar Tagen und hatte. Ja, mir ging es halt einfach nicht gut mehr. Ja. Wie in so einem schlechten Film. Ja, ich treffe immer wieder Schüler, sowohl auf der Gegnerseite, also Polizeiseite, als auch heute habe ich wieder zwei getroffen. Die habe ich nicht mehr erkannt, aber die kennen mich noch, haben sich zu erkennen gegeben. Ich habe gesagt, schön, dass du auf unserer Seite bist. Im Prinzip war mir das klar von vornherein, dass die das durchziehen hier. Ich kann auch nicht mehr. Also wenn es noch ein paar Tage mehr dauert, dann muss ich einfach, ich kann nicht mehr, ich breche zusammen.